Hi, ich bin gerade nach London gezogen. Das Leben in London ist so aufregend. Life in London is so exciting. Aber warte, da ist gar kein bestimmter Artikel in dem Satz. Ich bringe heute etwas Licht ins Dunkel und zeige dir, wie du entscheiden kannst, ob du den bestimmten Artikel im Englischen brauchst oder nicht. Schauen wir uns das anhand einer Aufgabe an. Hier haben wir verschiedene Sätze, in denen es um London geht. Die Aufgabe besteht darin, den bestimmten Artikel The an den Stellen einzutragen, an denen er gebraucht wird. Gehen wir die Aufgabe Schritt für Schritt durch. Der bestimmte Artikel wird im Englischen etwas anders genutzt als im Deutschen. Wenn etwas allgemein gemeint ist, wird der bestimmte Artikel The nicht verwendet. Das ist der Fall bei abstrakten Nomen wie Love. Love has shown me that anything is possible. Und auch bei Stoffen und Stoffbezeichnungen, zum Beispiel Coffee. We ran out of coffee. Das Wort People ist ein allgemeines Pluralnomen. Allgemeine Pluralnomen stehen ebenfalls ohne den bestimmten Artikel. People are worried about global warming. Das gilt auch, wenn wir Most nutzen. Most people are worried about global warming. Wenn es um den Zweck eines Gebäudes geht, benutzt du auch keinen bestimmten Artikel. Das ist der Fall in diesen Sätzen. My aunt is in hospital. My brother studies at university. Aber Achtung, im amerikanischen Englisch werden diese beiden Nomen mit einem bestimmten Artikel genutzt. My aunt is in the hospital. My brother studies at the university. Wenn ein Nomen hingegen näher bestimmt ist, brauchen wir den bestimmten Artikel the. Ein Nomen wird näher bestimmt durch einen Relativsatz, wie hier bei diesem Satz. The paintings that can be seen at the British Museum are very famous. Eine of-Fügung bestimmt das Nomen ebenfalls näher. The pollution of the river Thames is a huge problem. In diesem Satz geht es um eine bestimmte Verschmutzung, nämlich die der Themse, und deshalb brauchen wir den bestimmten Artikel the. Wenn es um das Gebäude selbst geht und nicht um dessen Zweck, brauchen wir auch den bestimmten Artikel the. Das ist in diesem Satz der Fall. Don't forget my play in the school. Zurück zu unserer Aufgabe. Im ersten Schritt siehst du dir die Nomen, um die es geht, genauer an und überlegst, ob sie allgemein oder näher bestimmt sind. Im ersten Satz ist das Nomen History. Es wird allerdings nicht näher bestimmt, um welche Geschichte es sich handelt. Das heißt, es ist ein allgemeines Nomen. Im zweiten Satz geht es um das Nomen Rent, also Mieter. Es ist eine bestimmte Miete gemeint, nämlich die Miete für eine Wohnung in London. Auch im dritten Satz sind bestimmte Menschen, people, gemeint. Es sind die Menschen in Camden Town. Im vierten Satz wissen wir, um welche Luftverschmutzung, Air Pollution, es sich handelt. Es ist die Luftverschmutzung in London. Im fünften Satz geht es um die Stoffbezeichnung T. Im letzten Satz haben wir ein Gebäude. Hier geht es um den Zweck des Gebäudes School. Dann schaust du dir an, welche Nomen einen bestimmten Artikel brauchen. Wir gehen das einmal genau durch. Das Nomen History ist nicht näher bestimmt und beschreibt etwas Allgemeines. Bei T in Satz 5 handelt es sich um eine Stoffbezeichnung und in Satz 6 geht es um den Zweck der Schule. Hier brauchen wir also keinen bestimmten Artikel. Das Nomen Rent hingegen ist durch den Relativsatz That she pays for her apartment in London näher bestimmt. Wir benötigen ein The. Genauso ist es auch beim Nomen People. Hier steht zwar kein Relativsatz, aber es geht um bestimmte Menschen. Daher brauchen wir auch hier den bestimmten Artikel The. Bei dem Nomen Air Pollution geht es auch um eine bestimmte Verschmutzung. Deshalb kommt hier der bestimmte Artikel The hin. Das war's schon für heute. Hier hast du die Lösung und noch einmal die wichtigsten Regeln auf einem Notizzettel. Merke dir, dass du den bestimmten Artikel nur bei näher bestimmten Nomen brauchst. Ich habe übrigens gehört, dass es den besten Tee im Kensington Palace gibt. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.